Jo Leute, was geht? Willkommen zu Skull and Bones, ein Ubisoft-Original, also aus dem Hause Ubisoft. Und da läuft dieses Wochenende oder ist dieses Wochenende, vergangene Wochenende, eine Beta gelaufen. Das Game kommt erst am 16. Februar, also in genau 2 Monaten raus. Und ich würde sagen, gucken jetzt hier einmal eine Stunde rein, was das Game zu bieten hat. Ich hoffe, dass ich in einer Stunde schon genug Einblick bekomme, um mir eine Meinung zu bilden, ob ich das gut oder schlecht finde. Es ist ein Action-Adventure. Ich habe schon ein bisschen gesehen, es findet viel auf dem Wasser statt, aber auch nicht alles. Ich bin sehr gespannt. Grafik sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, auf welcher Engine das läuft. Ich gehe mal davon aus, dass Ubisoft eine eigene hat oder Unreal Engine 5. Vielleicht sehen wir das noch. Sah auf jeden Fall grafisch schon mal sehr geil aus. Was ich auch mega finde, ich glaube, das weiß man mittlerweile. Es gibt Crossplay, das heißt, alle Konsolen und PC können miteinander spielen. Direkt vom Start weg, das finde ich sehr cool. Crossplay ist ein Feature, das, finde ich, sollte jedes Game haben. Okay, wir sind einfach direkt auf dem Wasser. Ich kann nichts machen. Okay, keine Einführung. Links und rechts zum See, zum... Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie irgendeine Art von so einem Spiel gespielt. Also ich habe weder Assassin's Black Flag gespielt, weder Sea of Thieves. Also für mich ist das hier komplett Neuland. Anvisieren und auf L1 irgendwie so eine kleine Kanone. Und auf R2 baller ich. Durch? Ich dachte schon durchgehend. Auf R1 kann ich irgendwie gar nichts machen. Oha! Schieß! Oh, man kann richtig schnell schießen. Okay, da muss nachgeladen werden, glaube ich. Ja. Bin ich eigentlich ein Pirat? So, ich weiß gar nichts, ne? Also. Auch nicht, wann das spielt und so. Ich hoffe, da werden wir noch ein bisschen was lernen. Oh mein Gott, kann man die einfach überfahren? Nee. Das wäre natürlich auch krass. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Ich baller einfach mal. Ich baller einfach mal wie ein Wilder. Außerdem, falls jemand wissen will, ich spiele natürlich auf der PlayStation 5. Also weder auf dem PC noch auf einer Xbox oder so. Auf der PlayStation 5. Und da, wie es gerade war, lief es eigentlich ganz gut. Okay, es geht jetzt einfach weiter. Das heißt, aber wieso stand da Matchmaking? Ist auch ein bisschen irreführend. Ich habe gedacht, jetzt gehe ich direkt ins nächste Acker-Match. Ist immer noch mega leise, oder? Meine ich das nur? Oh, jetzt können wir einen Charakter machen. Okay, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Kann man... Also erstmal sieht es richtig gut aus. Kann man... nur auswählen oder auch noch adjusten? Es ist irgendwie eine Mischung aus, es sieht mega gut aus und... irgendwie nicht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also teilweise sind bestimmte die Sachen total detailliert, wie gerade die Handflächen und die Haare und das Wasser. Aber die Arme an sich sind irgendwie klobig. Und das, die Kleidung und so. Da haben wir eine Mischung aus mehreren Sachen. Aber an sich finde ich den Look sehr cool. Können die nicht reden oder was? Ich hoffe, das kommt später noch. Weil wenn das so bleibt, was ist das denn? Sind wir hier in Zelda? Hä, hey, was ist los? Habe ich einen Fehler oder soll das so sein? Ich kann überspringen mit X. Die sagen halt einfach nichts. Das muss ein Fehler sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so später ist. Hä? Habe ich irgendwas falsch oder so? Okay, die haben mir bestimmt richtig tolle Sachen gerade erklärt. Ich habe hier so ein Fischerboot. Oh mein Gott, guckt euch das Riesenboot an. Will ich mir ein bisschen angucken. Motorboot gibt es ja nicht später irgendwie, ne? So ein... gibt es wahrscheinlich nicht. Find a way to repair your D-Hoe and sail to St. Anne. Tap or hold X to activate trimming for faster sailing. Trimming, okay. Wenn man X gedrückt hält, kann man schneller fahren. Da ist ein Fragezeichen, da will ich hin. Beta ist ja genau dafür da. Disember. Oh mein Gott! Disember. Ich glaube, Kreis gedrückt halten. Nee, das war... an Land gehen. Find a way to repair your dhow and sail to St. Anne. Set sail. Wieso sind die so am Updancen? Sie sind schon voll Besowski. Ich finde, es sieht richtig cool aus, ne? Also, vom Look her gefällt es mir richtig gut. Das heißt, Kreis gedrückt halten. Guck mal, wie die sich am Boxen sind. Ist richtig gut inszeniert auch, ne?
Und das ist jetzt schon die zweite Kombo, also eben war irgendwas mit Kopfnuss am Ende. Ach nö, also ist das jetzt ein PlayStation-Problem oder habe ich. Hä? Das kann. Ich will doch hier was. Hä? Es ist die dritte oder vierte Beta, ich habe schon Zeug gespielt und das war sehr verbuggt, okay. Also wahrscheinlich wird hier jetzt irgendwas gequatscht. Ey, mein Boot ist untergegangen. Kannst du mir helfen, meins zu reparieren? Ja, ey, hier sind nur Trunkenbolde. Vielleicht kannst du mir helfen, irgendwas zu tun. Und dann repariere ich dein Schiff. Mach das oder ich töte dich oder sowas. Ah, guck mal hier. I fought the British fleet and survived. You steered the Exeter into the reefs, not me. Ach, ist das irgendein. Ah, den kennen wir vielleicht. Vielleicht kennen wir den, keine Ahnung. Lösch das Deutsche und aktiviere das Englische. Da steht nicht, was wie viel Gigabyte das hat. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann bin ich am Ende mit meiner Weisheit. Speak to the private chief officer. Completable by contract owner only. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Yes! Let's go! Ich sitze hier genau drüber. Vielleicht mache ich mich mal kurz auf die andere Seite. Das sind nämlich interessante Informationen zum Boot, finde ich. Guck mal, da stehen die Knoten. Ja, die Knoten sind eigentlich interessant, finde ich. Dass man auch sieht, wie schnell ich bin. Oh, da leckt es aber ganz gewaltig. Da ist ein Wal. Cool. Ich bin gespannt, ob Fischern und Seekreaturen so ein Ding ist. Auf jeden Fall ist es viel erkunden. Es ist bestimmt PvP, was mich abfuckt. Bestimmt auch irgendwas mit Tieren. Vielleicht kann man sich eine eigene Burg irgendwo auf einer Insel aufbauen, so ein Piratennest-mäßig. Also die Aufmachung gefällt mir richtig gut. Also man bekommt auf jeden Fall übel Bock aufs Game. Das Intro war super. Gut, die ersten 15 Minuten hatte ich keinen Ton. Und seht ihr, was ich meine? Also es ist also visualmäßig. Jetzt der Bart. Ich bin gespannt, später gibt es bestimmt auch geile Kleidung und so. Vielleicht coole Waffen, einen coolen Degen, einen Säbel, so eine coole Piratenmütze, coole Waffen. Waffen gibt es doch hier schon, ja klar, logisch. Pistolen und so. Boah, das ist auch cool, sowas liebe ich, dass du dich. Das ist. Du kannst dich von diesem kleinen Boot immer weiter hocharbeiten, hocharbeiten, hocharbeiten. Das liebe ich, so richtiger. Richtig grindy. Ich hoffe, dass es nicht irgendwann so ist, dass du 25 Stunden Saphire sammeln musst, um dein Schiff eine Kanone mehr zu bekommen. Also das muss auch schon Progress haben. Aber das liebe ich. Grindy. Wir haben gestern drei Boote freigeschaltet, okay. Infamy tracks your standing and influence within the pirate community. New services and contracts will become available as you raise your level of infamy. Okay, the tougher the challenge, the more infamy you stand to gain. Okay, ist so ein bisschen wie Need for Speed, ne? press to access Infamy Tab. Okay, ich bin ein Outcast und ich brauche 7,25 irgendwas für Level 1. Chip Exeter's Jolly, Class Doe, Size Extra Small. A small vessel originally built to hunt wildlife along rivers and coastlines. Okay. Preserve wildlife for hunting. Base Ship Rank 1, Cell 7000, 4 Knoten, 6 Knoten. Stamina 100, Offensive, ein Empty Slot. Okay, wir können Offensive 1 Slot reinballern. Gut, gut, gut. Gehen wir mal zurück zum Ship. Vanity Atelier. Ah, okay. Da, einmal gucken. Komm, einmal gucken. Speak to the Vanity Atelier in any den for Captain Customization. Emote for your Captain. Okay, Emotes auch noch. Purchase and equip items. So, ich will wissen, was es so gibt. Es muss mich hooken. Es muss mich jetzt richtig hooken. My family thinks me a failure, but Florentine Dalisso has made a fortune without them. Okay, erstmal lang. Oh, da gibt es noch mehr. Oh mein Gott, wie viel gibt es? Kaya Raya Set. Crocodile skin might just walk. Okay. Ich muss sagen, hier
Ist schon cool, aber könnte cooler sein. Okay, ich muss echt sagen, ich bin leider ein bisschen hooked. Also nach den anfänglichen Schwierigkeiten habe ich richtig Bock. Richtig cool. Ich hoffe, es ist wenig PvP, weil auf PvP, wisst ihr, habe ich keinen Bock. Und wenn man später schneller werden kann und so. Also das, ich habe übelst Bock. Wieso ist hier XXX? Was heißt das? Komme ich jetzt in PvP-Area? Leaving safe zone. Weapons are enabled. Your ship is no longer protected. Oh nein! Deshalb habe ich nur 3 Stunden gespielt. Da warte ich halt öde bis Februar. Nö, es sind ja nur 2 Monate. Alles easy. Alles easy. Nächsten Monat erstmal, das passt eigentlich perfekt. Season 3 von Diablo starten und dann rein in Skulls and Bones. Each resource node requires a specific tool to harvest. Aim for the green zone and press R2 to harvest maximum resource length. The yellow zone earns the less resources. Failing to harvest after 3 attempts will stop the harvesting process. Okay. Ach, oh, bin ich schon vorbeigefahren? Ups. Bin ich schon wieder drüber. Das müsst ihr sehen. Ich glaube, das ist wichtiger als die Lebensanzeige am Anfang. Seht ihr, da wo die Knoten sind, ist ein Pfeil. Und der Pfeil kommt gerade von Westen. Ich glaube, am Anfang bin ich noch relativ safe. Mit einer Holz da nehme ich noch mit. Harvest. Ich werde angegriffen von einem... Von einem Krokodil. Ein Krokodil kann ein Boot angreifen? Das macht ja gar keinen Sinn. Es gibt in der Beta kein PvP. Geil. Gut. Das heißt nur, die... Krokodile. Ich bin hier so am Harvesten. Seht ihr das, wie ich das hier am... Wer greift mich denn da an, die scheiß Krokodile? So zu fahren ist auch ganz chillig. Da ist ein Hai. Gehst du weg? Boah, voll getroffen. Vielleicht gibt er was Geiles. Geil, ich hab ihn. Stopp, stopp, stopp. Gibt er was? Gibt er was? Kann ich den looten? Weg ist er. Kann man anscheinend nicht looten. Ja, Fleisch. Aber kann man es looten? Oder habe ich es automatisch bekommen? Der Spieler, der vorbeigefahren ist, hat es beim Fahren gelootet. Der Sack. Ich hasse Multiplayer. Mach den Multiplayer weg. Ich merke schon, wie mich das jetzt schon nervt. Der andere eingesammelt. Boah, bin ich sauer. Ich kill den. Habt ihr gesehen, wie krass ich den gekillt habe? Und der lootet das. Nervt mich jetzt schon. Jetzt gerade kommt zum Beispiel der Wind mir entgegen. Ganz geil. Die Soundeffekte und die Musik gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, hier gibt es schon verschiedene Schiffe. Kann ich mir die angucken? Details. Oh Mann, ich würde mir die gerne in groß angucken. Okay, es ist auf jeden Fall noch nicht so ein riesiges Schiff dabei, wie wir am Anfang hatten. Das ist ja... Nee, das ist schon besseres. Ne? Das soll ich jetzt craften. Track Blueprint. Ah, da kann ich es dann sehen, wenn ich draufklicken könnte. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen in der Overworld. Craft. Abfahrt. 20 Jute, 20 Holz, 8 irgendwas und Silber. Und das gibt auch direkt was zu meinem Rang. Wie er klatscht. Raw Materials Bog Iron. Ich habe 18 und ich brauche 6. Und da gibt es ganz viele verschiedene. Damage, Reload Time. Gibt es auch welche mit 5 Sekunden? 3,5 Sekunden. I do miss Bristol. Und dann noch Range. Okay. Dann kaufen wir erstmal den. Oh, guck mal, was da oben noch gibt. Mörser, Mortar. Oh mein Gott, sind wir bei Clash of Clans. Rockets. Rockets? Harpoon. Ich will Harpoon. Ich bin Captain Ahab. Ich will auf jeden Fall eine Harpune. Armor. Auch cool. Oh mein Gott, gibt es viel. Und Munition. Alter, ich bin so... Ich habe so Bock. Alter Schwede, habe ich Bock. Hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen nach dem holprigen Start. Auch noch animiert. Echt cool. Wie kann ich nochmal mein... Spyglass. Ja, chill mal, chill mal. Ich muss gucken, wo das ist. Ich habe kein Spyglass. Wo war das nochmal? Wo war nochmal das Spyglass? Ah, da, R3. Yo ho. D3.
Die Musik ist cool. Ich bin hooked. Man kann marken auch. Ey, ist geil. Ich hab so, also... Übertreibe ich? Nee, es macht übel Bock. Das ist ja alles Kollegen. Nee, das wäre einer. Yeet King. Haben wir da eben schon gesehen, ne? Oh mein Gott, was ist denn da? Target to far. Ja, wir wollen irgendwie da so hin. Wer ist er? Ist das ein Böser oder ein Guter? Ist mit Maus und Tastatur wahrscheinlich einfacher, hier drauf zu halten, als mit der... da! Call for help? Nee, den killen wir. Mark. Mark. Nein! Zack, dich, du wirst sterben. Wie komme ich zu dir zurück? Hehehe. Hold R1 to brace against enemy. Okay, das macht Death. Wir wollen aber einfach nur angreifen. Bam! Nein, der war drüber! Alter Schwede, macht das Bock. Vor allen Dingen sind das solche Händlerschiffe, die können nichts. Muss ich die Dinger an der Seite irgendwie kaputt machen? Kann das sein? Mit dem Wellengang echt schwierig. Bin ich early. Oh mein Gott. Crewboarding, Crewboarding. Rein da. Crewboarding? Crewboarding. Ah, Crewboarding, geh rein da. Das geht nicht. Greif mir nochmal an. Ha! Jetzt hab ich dich. Oder auch nicht. Ich kill ihn einfach. Ich greife einfach nochmal an. Destroy Company Gather Chips can be found near. Loot! Stopp! Also der Wendekreis ist echt noch kacke. Ich hoffe, die nächsten Schiffe, die haben geileren Wendekreis. Der Wendekreis ist nervig. Also ich meine, ist klar, es ist ein Schiff. Wir spielen hier nicht mit dem Roller oder so. No neutral. Okay. Welche noch mehr acquiren? Das hat Bock gemacht. Hast du eingesammelt, okay. Dann gehen wir jetzt wieder hoch auf den Hochsitz. Weiß nicht mehr, wie das ging. Aber ich mache einfach direkt so. Wer bist du? Ja, du wirst aber sowas von weggeballert. Abfahrt. Der wird gerammt. Darf ich rammen? Ich hab keine Ahnung. Voll gerammt. Crewboarding. Loot! Der wird auch, der geht auch noch drauf da. Das war schlecht. Schlecht gespielt. Also diese Dinger da an der Seite zu treffen, ist, glaube ich, key. Und ich ramm die einfach weg. Und dann... Oh mein Gott, war es das schon? Loot. Habe ich eigentlich jetzt schon genug? Report Success. Ja, machen wir mal, ne? Gehen wir mal zurück. Geil, ey, das war ein übel Bock. Ist das Multiplayer oder Singleplayer? Das ist Multiplayer. Bei 4 gibt es auch so Maul. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück und bringen den Auftrag weg. Wer ist das? Ist das ein Guter? Der ist Stufe 3. Mein Gott, ich kann mich hier ein bisschen übernehmen vielleicht. Die schießen zurück! Abfahrt! Ich muss weg. Ich habe hinten keine Dingsbums. Oh mein Gott, das war dumm.
Kann ich repairen? Schneller! Gib Gummi! Ach, das bin ich. Ich werde sterben. Ich werde so drauf gehen. Das war dumm. Wieso habe ich die... Das war so dumm. Wieso habe ich die angegriffen? Ist jetzt alles weg, weil ich geholt habe. Können ja nur andere Spieler bekommen, ne? Nicht die Typen da. Leaving Safe Zone, okay. Krass, für übelst das Ackermatch da vorne. Seht ihr das? Was da abgeht. Ich will einfach nur mein Zeug, dann hau ich ab. Loot. War das schon? Giant's Leap? Region entered? War das schon mein Zeug? Das war schon, oder? Okay, das ging ja dann gut klar. Können keine anderen Spieler einsammeln, nur Gruppenmitglieder. Okay. Ja, okay. Das heißt, habe ich jetzt alles wieder bekommen oder nur einen Teil? Dann ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist immer noch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Okay. Sankt An. Junge, Junge, Junge. Das war, okay, aber gut zu wissen. Chillig. Ja, alles. Okay, perfekt. Dann ist ja doch nicht so schlimm gewesen. Ich hatte schon gedacht. Das heißt, ich hätte auch wieder einsteigen können, dort, wo ich gestorben bin, Sachen einsammeln und versuchen, weiter abzuhauen. Okay, gut. Jetzt gehen wir die Mission ab. Ah, vielleicht kann ich mein Schiff machen. Sechs, zwölf habe ich. Mache ich, ne? Sentinel. Schönes Ding. Guck mal wegen. Dann kann ich ja jetzt auch neue Waffen, oder? Aber ich muss doch mal eben mein. Kann ich das hier sehen, wie mein Schiff aufgebaut ist? Die. Ah, hier, so. Headship. Weapons. Ich habe vorne, links, rechts immer noch. Ah, Kacke. Ich guck trotzdem mal, ob es neue Waffen gibt. Here, that was quick. You must enjoy my surly company then. Kannst du Endowy Skins, okay. Also ich habe hier Kyrene 2 zum Beispiel, würde 125 mehr Schaden machen. Und ich hätte die zweite Demi kennen. Die macht 132 mehr Schaden. Ich habe irgendwie Demi kennen. Was war mit der Long? Hatte ich nicht auch eine Long? War es die Long kennen? Ne, hier ist die Long kennen. Ne, hier ist der Mortar. Hier ist die Long Gun, genau. Die ist halt krass, ne? 1500 Schaden. Die geben dir Buffs, ja. Geil, wusste ich gar nicht. Geil. Neues Schiff. Neues Schiff am Start. Also, es macht wirklich Bock. Da kannst du wirklich Stunden um Stunden hier verbringen. Nur mit diesem Looten und Leveln und Missionen abschließen und fighten. Wenn dann später noch ein Clan mit dazukommt. Boah, ich hab Bock. Ich glaube schon, dass wir es zum Release spielen werden. Also, ich werde es auf jeden Fall im Kanal bringen. Ich glaube, das ist ganz geil. Auch schöne Abwechslung. Zu diesem Hack and Slay die ganze Zeit. Mal schön was anderes. Wieder Star Shard. Das heißt, hier gibt es auch richtig viel Treasure Hunting und so. Es ist halt alles übel behäbig. Das nervt mich noch ein bisschen, muss ich sagen. Also, es dürfte ein bisschen wendiger, ein bisschen schnittiger und ein bisschen schneller sein. Kann mit den späteren Schiffen noch kommen. Jetzt aktuell fühlt sich sehr lahmarschig an. Ja, es juckt mich auch in den Fingern, was da ist. Egal, wenn ich drauf gehe. Wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Undiscovered. Mother of Shipwrecks. Einfach eine Insel. Okay, ich dachte, hier wäre was Böses. Relativ langweilig dann sogar, ne? Das ist halt das, was ich eben schon auf der Insel gesagt habe. Es fühlt sich nicht so an, als wäre es hier irgendwie belohnend, hier sich umzugucken. Weil hier ist, es sieht schön aus und so, keine Frage, aber... Ist halt für mich aktuell Zeitverschwendung. Guck mal, hier gibt's ja nichts. Gibt's hier irgendwas? Gibt's ja nichts.
Hier ein paar Cannonballs. Wow, drei Bomben. Ich überlege, ob ich das mal nehme. Für vorne. Oder eine Long Gun. Mal ausprobieren. Das ist die Beta. Komm, ausprobieren. Alles ausprobieren. Wie viele Bomben habe ich? Ich sag's euch, das ist alles complicated für mich. Das ist gut, dass ich hier die Beta habe, damit ich, wenn ich reinstarte, nicht komplett lost bin. Mortar ausprobieren, stimmt. Oh Gott. Feuer! Lol, ich kann das nicht. Das muss man erstmal lernen. Ich glaube, wenn der Mortar trifft, macht der Höllenschaden. Aber du musst ihn halt treffen, ne? Wenn ich jetzt von hier aus... Junge, hätte der getroffen, wäre ich aber auch in die Geschichte eingegangen. Die Anzeige hilft mir tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Junge, macht der Schaden. Kill ihn einfach. Junge, das Ding eskaliert nochmal komplett, ne, im Endgame. Ihr versteht das nicht, im Endgame wird das nochmal richtig eskalieren, das Game. Ich würde jetzt gerne noch richtig viel fighten, tatsächlich. Vor allen Dingen will ich diese doofe Aufgabe fertig haben. Ich will ja auch die Akazienplanken haben. Und diese eine Kasch da haben für den Boss. Der war ja schon fast tot. Was ein Level aber an Kanonen und Schiff ausmacht gegen die Gegner. Ganz am Anfang war mein... Obwohl, ich bin auch ein bisschen besser geworden, aber am Anfang war ich ja Level 2. Lange Zeit. Und da hatte ich irgendwie viel mehr Probleme gegen die Schiffe. Ich hatte jetzt nicht einmal Probleme, auch gegen drei Leute oder so. Also man wird auch echt schnell stärker. Echt gut. Ich würde auch sagen... Das reicht jetzt, das war ein richtig krasser Eindruck. 5,5 Stunden, ich wollte eigentlich nur eine Stunde reingucken, aber es ist so süchtig machend. Der Grindy-Faktor ist da, es sieht echt gut aus. Es ist noch ein bisschen hackelig hier und da, vor allen Dingen auch auf Wasser und so im normalen Rumlaufen ist es ein bisschen behäbig, finde ich. Aber vielleicht soll das auch so sein, gerade auf dem Wasser. Vielleicht ändert sich das auch mit den besseren Schiffen. An sich bin ich mega hooked, am liebsten würde ich jetzt... Wie gesagt, die nächste Woche durchzocken. Die Beta ist aber gleich vorbei. 16. Februar kommt das raus. Ich glaube, ich werde da reingucken. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Lasst ein Follow da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.